Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Entwicklungszusammenarbeit 2.0. Dieses 2.0 soll eigentlich eine nächste Stufe zünden. Wir werden mal sehen, ob sich diese zweite Stufe zündet. Die Veranstaltung heute wurde vorbereitet in Kooperation mit den sächsischen entwicklungspolitischen Bildungstagen SEBIT. Wir haben also gemeinsam versucht, uns dieser Thematik heute zu nähern. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Ich begrüße ganz besonders unsere beiden Hauptreferenten des heutigen Abends, Frau Margaret Nakato aus Uganda, die extra aus Uganda angereist ist. Herzlich willkommen, Frau Nakato. Und den Chef der Staatskanzlei, Oliver Schenk. Herzlich willkommen. Wie Sie dem Programm entnehmen, haben wir dann noch viele Gäste eingeladen, die an verschiedenen Thementischen dann diskutieren und dann auch später noch bei der Podiumsdiskussion dabei sind. Die würde ich dann immer konkret vorstellen, wenn wir an den einzelnen Punkten des Programms sind. Aber lassen Sie mich ganz kurz versuchen, den Bogen mal ganz weit zu spannen und einen Blick auf die Entwicklungszusammenarbeit zu werfen. Und ich dachte, noch mal einen Rückblick zu wagen auf einen Paradigmenwechsel im 20. Jahrhundert, der ganz anders gelagert, als Sie es vermuten. Der Paradigmenwechsel hat etwas zu tun mit der Raumfahrt. Denn mit der Kosmonautik hat man die begrenzte Erde sozusagen gesehen aus dem Kosmos in die Unendlichkeit des Weltalls. Aber mit der Perspektive aus dem Kosmos, Sie kennen sicher diese Ikone dieses Bildes, sieht man gleichzeitig die Verwundbarkeit dieser Erde und die Verantwortung, die wir tragen für diese Erde. Und der Klimawandel hat uns dann uns noch mal deutlich gemacht, wie sehr wir miteinander vernetzt sind, dass wenn auf der einen Seite des Planeten etwas passiert ist, auf der anderen Seite Auswirkungen hat und uns auch betrifft. Das ist natürlich keine neue Erkenntnis. Global 2000 wurde schon in den 80er Jahren als ein Szenario implementiert. Aber die Konsequenzen, die wir zu tragen haben, werden jetzt immer dringender. Denn eine globale Welt ist global miteinander vernetzt. Wir haben eine mobile Information, wir haben mobile Arbeitskräfte, es hat Auswirkungen, also Veränderungen im Klima haben Auswirkungen auf Überschwemmungen, Verwüstungen, Folgen sind Entheimatung. Und die Frage ist, wie können wir gemeinsam die Herausforderung einer gemeinsamen Zukunft auf diesem Planeten lösen und klären? Und wenn wir von Entwicklungszusammenarbeit reden, dann meinen wir eigentlich eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, dass wir gemeinsam diese Aufgaben sozusagen meistern und uns sozusagen damit auseinandersetzen, weil unsere Verantwortung auf alle Beteiligten Auswirkungen hat. Wir hatten gestern Abend eine Veranstaltung zum Thema Euro. Und da war Herr Weigel als ehemaliger Bundesfinanzminister, als Referent Theo Weigel. Und er sagte, ein Hauptziel dieses Euro war es, Schwankungen und Verwerfungen in den Währungssystemen Europas zu minimieren und auszuschalten. Und langfristig ist sehr nachhaltig, weil diese Verwerfungen und Schwankungen Europa kaputt gemacht hätten und so stabilisieren. Jetzt könnte ich sagen, um das auf die Entwicklungsarbeit und Zusammenarbeit zu forcieren, langfristig müssen wir versuchen, weltweit globale Schwankungen zu minimieren und auszugleichen und dazu unseren Beitrag zu leisten. Nun ist die Frage, wie kann eigentlich eine Zusammenarbeit aussehen, die auf Augenhöhe funktioniert, wenn doch jetzt noch die Schwankungen so groß sind zwischen Europa und Afrika, zwischen Asien und Amerika. Was können wir leisten? Das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Was können wir eigentlich leisten? Und dafür gibt es zahlreiche Ansätze. Und wir haben heute versucht, diese verschiedenen Ansätze ein Stück ins Gespräch zu bringen. Auf der einen Seite sind natürlich die NGOs, die seit vielen Jahren beklagen, dass sie eigentlich mit ihrem Engagement, mit ihren Tätigkeiten, mit ihrer Arbeit zu wenig gesehen werden, die viel Kompetenz haben, die diese Kompetenz gerne einbringen wollen würden und da auch Anknüpfungspunkte suchen. Die andere Seite ist die Wirtschaft, die natürlich Gewinn machen will, aber kann man nicht Gewinn machen, indem alle Gewinn machen? Kann man das nicht so zusammenbauen, dass Wirtschaft und NGOs zusammenarbeiten, zum Vorteil beider? Und der dritte ist natürlich die Politik, die versucht, die Interessen zu vermitteln. Und wir haben versucht, diese drei Perspektiven hier miteinander zusammenzubringen. Ob es gelingt und was wir erwarten, werden wir sehen.
Ich würde jetzt bitten, Herrn Bosen, der mit uns die Veranstaltung vorbereitet hat, zusammen aus NGO-Perspektive einige Anmerkungen zu machen. Dann würde ich ganz kurz unsere Referenten für das erste Panel vorstellen und Ihnen nochmal erklären, wie wir den Abend und die Auseinandersetzung uns gedacht haben. Herr Bosen, bitteschön. Wunderbar. Ja, guten Abend. Mein Name ist Christoph Bosen. Ich wurde ja auch schon vorgestellt und ich bin zusammen mit meiner Kollegin Koordinator der Sächsischen Entwicklungspolitischen Bildungstage. Ein Format, das es schon seit 1999 gibt und mittlerweile führen wir das in Form der Erwachsenenbildung sachsenweit durch. Zumindest ist das unser Anspruch. Eine Kooperation mit unterschiedlichen Partnern ist für uns normal, aber in dieser Größendimension haben wir das bisher noch nicht gemacht. Gleich zwei Veranstaltungen mit einer politischen Stiftung gab es im Rahmen der SEBIT bisher noch nie. Insofern freue ich mich natürlich auch darüber, dass das geklappt hat. Und es ist heute auch eine einmalige Chance, sich über Entwicklungspolitik zu verständigen, konzeptioneller Art. Am 24. wird es eher um praktische Fragen gehen. Und unterschiedliche Perspektiven einzubringen auf dieses Feld. Wenn ich jetzt aus der Sicht einer NGO, die in der entwicklungspolitischen Bildung unterwegs ist, spreche, dann sind unsere Perspektiven darauf natürlich ein bisschen anders. Herr Klose hat jetzt gerade die Raumfahrt erwähnt. Ich würde eher sagen, es gibt für uns vielleicht zwei wesentliche Zugangsweisen. Der erste wäre schon der Entwicklungsbegriff selbst. Diesem haftet eigentlich schon immer etwas Gönnerhaftes oder auch Paternalistisches an. Wir sind sozusagen die entwickelten Länder im globalen Norden und die Länder im globalen Süden sind die, die nachholend irgendwas entwickeln sollen, was wir schon längst entwickelt haben. So funktioniert Entwicklungspolitik meines Verständnisses nach nicht. Wenn man den Blick also auf eine nachhaltige Zukunft wirft, dann kann der Entwicklungsbegriff nur etwas Integrales sein, das für den globalen Süden wie auch für den globalen Norden Relevanz hat. Entwicklung ist sozusagen ein Ziel für alle. Wir sind alle in diesem Sinn Entwicklungsländer. Und der zweite Aspekt, der mir wichtig ist und der auch in meiner praktischen Arbeit immer wieder eine Rolle spielt, das ist durchaus auch unser Begriff auf die koloniale Vergangenheit. Viele Probleme, mit denen die Länder des globalen Südens bis heute konfrontiert sind, stehen in engem Zusammenhang mit der kolonialen Beherrschung und Ausbeutung durch Länder des globalen Nordens. Es gibt durchaus Diskussionszusammenhänge, die auch heute noch von neokolonial oder postkolonialen Zusammenhängen sprechen. Nimmt man diese beiden Aspekte zusammen, so setzt eine Entwicklungspolitik auf Augenhöhe, von der ja auch Herr Klose sprach, die gleichberechtigte Kooperation zwischen Akteuren aus dem globalen Norden und dem globalen Süden voraus. Es freut mich daher natürlich sehr, dass wir heute auch Expertinnen und Experten aus dem globalen Süden hier haben, beziehungsweise aus der migrantischen Diaspora. Das freut mich wirklich sehr. Das war uns als NGO auch wichtig, die Perspektive des globalen Südens authentisch selbst hiermit abbilden zu können, zumindest partiell. Um es kurz und provokant zu machen, eine EZ auf Augenhöhe, die sich globaler Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt, und das ist ja das Ziel der heutigen Veranstaltung auch, muss die Bedürfnisse und Interessen der Menschen im globalen Süden ernst nehmen und darf dabei definitiv nicht als Instrument oder gar Feigenblatt für die Erschließung von Absatz- und Rohstoffmärkten dienen, was ja nicht heißt, dass ökonomische Verflechtungen nicht sinnvoll sein können. Davon werden wir heute sicher ja auch reden. In diesem Sinn bin ich jetzt natürlich gespannt auf die beiden Inputs von Herrn Schenk und Frau Nakato und bin jetzt auch schon fertig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bosen. Ich will ganz kurz erzählen, was wir jetzt vorhaben. Wir haben jetzt am Anfang zwei Impulse. Der erste Impuls ist vom Chef der Staatskanzlei, die Rolle des Freistaats Sachsen auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit. Und dann schließt sich Frau Nakato an, wie muss eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit aussehen? Auch da sehen Sie schon, dass wir versuchen, diesen Entwicklungsbegriff, den Herr Bosen gerade vorgestellt hat, ernst zu nehmen, dass wir auf Augenhöhe argumentieren wollen, miteinander ins Gespräch kommen wollen, also keine graduelles Gefälle aufbauen wollen. Da findet dann eine kleine Diskussion statt, des Austausches. Und dann haben wir verschiedene Thementische aufgebaut, die werde ich dann noch vorstellen. Da sollen dann in der Pause kleine Diskussionen an den Thementischen zu verschiedenen Themen stattfinden, zu denen Sie eingeladen sind, sich auszutauschen mit
unterschiedlichen Gesprächspartnern. Und wir würden dann die Ergebnisse des Thementisches dann nochmal zusammenbündeln in einer Abschlussdiskussion. Vielleicht noch zwei technische Ansagen. Wir werden uns ziemlich genau an den Zeitplan halten, weil verschiedene Referenten früher oder später weg müssen. Also insofern versuche ich, den Zeitplan dieses Flyers einzuhalten. Und das Zweite ist, Herr Bosen wird einige Fotos machen. Also wenn Sie Sorge haben, auf den Fotos drauf zu sein, dann setzen Sie sich irgendwie an den Rand, dass Sie nicht fotografiert werden, wenn das problematisch sein sollte. Lassen Sie mich ganz kurz noch die beiden Referenten vorstellen. Zuerst die Referentin, Frau Margarete Nakato. Uganda ist extra aus Uganda für diese Veranstaltung angereist. Das ist eine, dafür sind wir Ihnen sehr dankbar, Frau Nakato. Sie nimmt natürlich noch verschiedene andere Termine wahr. Von Haus aus hat sie Entwicklungsstudien an der University of South Africa mit dem Schwerpunkt Community Development studiert, war von 2004 bis 2012 Vizepräsidentin des World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers in Kampala in Uganda. Von 2011 bis 2013 ein Mitglied des Koordinationskomitees der Fischereibezirke in Uganda, ein Projekt der Vereinten Nationen. Aber vorher war sie schon in den 90er Jahren, leitete sie einen Women Development Trust in Uganda, also hat für Frauenrechte sich sehr stark eingesetzt, für deren wirtschaftlichen Situation, für Teilhabe von Frauen und betreute außerdem eine Initiative, die heißt WASH. Das war eine Einrichtung, die sich für sauberes Wasser in Uganda eingesetzt hat. Und ihre Themenschwerpunkte und Ausgangspunkte waren eben Ungleichbehandlung von Frauen in Fischerdörfern rund um den großen See, die großen Seen in Uganda. Und da eben der Aufbau von sozialen, gerechten, wirtschaftlichen Strukturen. Oliver Schenk ist Chef der Staatskanzlei. Er ist seit 1994 in Sachsen in verantwortlichen Tätigkeitsfeldern, wirkt in verantwortlichen Tätigkeitsfeldern. Von Haus aus ist er Diplom-Volkswirt. War im Landesministerium, Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung, im Finanzministerium, war Büroleiter vom Ministerpräsidenten Milbrad, ist dann nach Berlin gegangen, hat dort im Gesundheitsministerium gearbeitet und in der Bundesgeschäftsstelle der CDU und ist seit 2017 Chef der Staatskanzlei. Es ehrt die Veranstaltung sehr, dass beide Referenten da sind, auch dass der Chef der Staatskanzlei kommt, denn das ist eine der wichtigsten Positionen in der Staatsregierung, eigentlich das alter Ego vom Ministerpräsidenten, der die ganzen Ressorts koordiniert und mit allen Ministerien zusammenarbeitet und die Richtlinien mit erarbeitet. Insofern freuen wir uns, dass Sie beide da sind. Und Oliver, ich würde dir sofort das Wort erteilen und bin sehr gespannt auf die Ausführungen. Ja, meine Damen und Herren, danke ganz herzlich für die Einladung. Liebe Frau Nakota, lieber Herr Bose, lieber Joachim, ich finde es toll, dass wir uns heute diesem Thema unter der Regie der Adenauer-Stiftung in Kooperation mit Ihnen, Herr Bose, widmen. Das zeichnet die Adenauer-Stiftung hier bei uns im Freistaat Sachsen auch aus, dass sie immer wieder innovative Ansätze findet, um auch Themen mal in den Mittelpunkt zu rücken, die sonst vielleicht nicht ganz so immer in der Tagesaktualität eine Rolle spielen. Und deshalb bin ich sehr gerne gekommen, weil es zu meinen Aufgaben als Chef der Staatskanzlei gehört, auch diesen bescheidenen Teil, den wir aber leisten können im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, auch mitverantworte. Und dazu würde ich gerne heute Abend ein bisschen Ihnen vorstellen von diesen Aktivitäten, was wir dort machen, warum wir das auch machen und was wir uns vorstellen. Und ich freue mich, wenn wir darüber dann auch miteinander ins Gespräch kommen und den Kreis derjenigen, die uns in diesem Ansatz unterstützen dort, einfach mit Ihnen heute Abend auch hoffentlich ein bisschen erweitern können. Ich glaube, dass dieses Thema Entwicklungshilfe eines ist, was für die Zukunft von uns allen, der ganzen Welt, ein Thema ist, was uns dringend beschäftigen muss. Es ist ein Thema für uns alle, die hier sind. Ich denke auch an diejenigen, die Tag aus, Tag ein hier dieses Schulgebäude betreten, gerade für die jüngere Generation. Und ich fand es schön, es waren hier schon so zwei Perspektiven, aus denen man auf dieses Thema kommen kann, angesprochen worden. Joachim Klose hat diesen großen Blick, den ich auch immer sagen, faszinierend finde, diese Fotos, die wir wahrnehmen dort, aber auch das, was wir aus der Raumfahrt heraus lernen über unseren Planeten selbst, dass das eine Herangehensweise sein kann. Interessant finde ich das. Genauso die Perspektive, wo Sie aufgezeigt haben, Entwicklung in beide Richtungen.
finde, Sie haben recht, es wird häufig zu sehr von uns sagen, ein paternalistischer Ansatz gewählt, wir müssen helfen. Aber umgekehrt müssen wir auch über unser Agieren, über unsere Verhaltensweisen nachdenken. Sehen Sie mir nach, wenn ich einen sehr eher nüchternen, pragmatischen Betrachtungswinkel ansetze, der vielleicht sagen auch der Politik stärker immanent ist. Weil ich glaube, diese Zukunftsfrage für uns eine ist, wenn man sich anguckt, wie ist der Reichtum auf unserem Planeten verteilt? Er ist extrem unterschiedlich, arm und reich. Die Frage der unterschiedlichen politischen Systeme. In einer Welt, in der derzeit etwa 7 Milliarden Menschen leben, mit stark wachsender Tendenz, gibt es ganz unterschiedliche politische Systeme. Und in diesen Ländern gibt es einen ganz unterschiedlichen Zugang zu Bildung, zu Gesundheitssystemen. Die Frage von Gleichberechtigung, welche Chancen haben Menschen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und Chancen, sich frei zu entwickeln dort. Was heißen diese Voraussetzungen, was heißen diese Aufgaben, was kann ein Land mit 4 Millionen Einwohnern, ein kleines Bundesland wie der Freistaat Sachsen zum Thema Entwicklungszusammenarbeit eigentlich leisten? Was kann Dresden, was kann eine einzelne Gemeinde, was kann eine einzelne Kommune bei uns im Land für dieses Thema tun? Wir haben hier vor Ort nicht die politischen Hebel, die eine Bundesregierung hat, wie mit einer Außenministerium, mit einer Gestaltung einer Außenpolitik, einer Finanzpolitik, die global auch Akzente setzen kann dort, oder ein Entwicklungshilfeministerium, was über große Milliarden, große Budgets verfügt. Trotzdem gibt es Chancen für uns. Und trotzdem gibt es die Möglichkeiten, uns in dieses Thema sehr gut und konstruktiv einzubringen. Ich denke an die vielen Ehrenamtlichen, ich denke an die vielen Kirchgemeinden, die tätig sind in diesem Themenfeld, an Gemeinden und Kommunen, die Partnerschaften mit Kommunen, mit Regionen im globalen Süden haben, an viele Schulpartnerschaften, denke ich natürlich, wenn ich in diesem Gebäude hier bin. Und immer wieder das Engagement und das Ehrenamt, was in diesen Vereinigungen, in diesen Vereinen gelebt wird. Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben bei UNO Flores hier an der TU Dresden im letzten Jahr und wollten mal wissen, wie ist eigentlich die Entwicklungshilfe im Freistaat Sachsen organisiert? Und es hat erstaunliche und, wie ich finde, auch erfreuliche Ergebnisse zutage geführt. Wir haben rund 130 NGOs, die in diesem Themenfeld aktiv sind. 40% von denen waren Einzelinitiativen von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen und 25 davon bestehen schon seit mehr als 30 Jahren. Auch das fand ich eine interessante Erkenntnis dort, denn mehr als 30 Jahre zurückgehen, dann kommt man in die Zeit vor der Wiedervereinigung und dann sieht man, dass das auch ein Thema ist, was schon seit langen Jahren auch Wurzeln hier bei uns in der Region im Freistaat Sachsen geschlagen hat. Natürlich interessierte uns auch, wo dieses Engagement vor allem stattfindet. Und dabei ist das Ausmaß der globalen Vernetzung, was wir herausgefunden haben, durchaus beeindruckend. Es bestehen Kooperationen zu Partnern in vielen Ländern Afrikas, Amerikas, Asiens und auch innerhalb Europas. Herausgreifen möchte ich vor allem das Engagement mit Afrika. Es gibt hervorragende Beispiele von Kooperationen mit Bezug zu etwa 2 Dutzend afrikanischen Staaten, wobei es einen gewissen Schwerpunkt gibt in der Region Uganda und Tansania. Wie sieht nun das aus, was wir als Freistaat für das Thema Entwicklungszusammenarbeit bereitstellen können? Wir haben dieses Jahr in unserem Landeshaushalt einen Betrag von etwas über 600.000 Euro zur Verfügung. Damit fördern wir verschiedene größere Projekte, aber auch viele kleinere. Zu den größeren Projekten zählt ein Projekt, was mir selbst auch sehr ans Herz gewachsen ist, weil ich auch die Gelegenheit hatte, es persönlich kennenzulernen. Es ist ein Projekt, mit dem wir im Libanon syrische Flüchtlingskinder dabei unterstützen, dass sie Schulbildung erhalten. Aus diesem fürchterlichen Krieg in Syrien, die nach Libanon flüchten mussten dort, auch ein kleines Land, selbst in einer äußerst desolaten, schwierigen Situation, dieses Land hat Millionen von Flüchtlingen aus Syrien aufgenommen. Und diesen Kindern, die dort unter schwierigsten Umständen leben müssen, Zugang zu Bildung zu verschaffen, ich finde, das ist ein beeindruckendes Projekt. Und ich freue mich, dass wir mit dem Partner Archinova und großer zivilgesellschaftlicher Resonanz vor Ort und Partnern dort dieses Projekt betreuen können. Und bin dankbar dafür, dass wir diese Unterstützung haben. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen, die wir mit diesen 600.000 Euro unterstützen, gibt es bei uns ein Förderprogramm für internationale Zusammenarbeit, für Kooperationen, auch für Kooperationen mit dem globalen Süden.
Und hier gibt es eine Reihe von Vereinen, die immerhin im letzten Jahr auch wieder 37 kleinere Projekte mit Mitteln aus diesem Fonds auf den Weg gebracht haben. Unser Partner für Kleinprojekte ist die Stiftung Nord-Süd-Brücken. Sie unterstützt speziell Vereine in den ostdeutschen Bundesländern und Berlin. Und die Stiftung entstand aus dem Engagement von Menschen, die sich bereits zu DDR-Zeiten ehrenamtlich mit Fragen des globalen Südens befasst haben. Wieder ein Beweis dafür, finde ich sehr schönes Beweis, wie nachhaltig und langfristig das Engagement in dem Bereich bereits ist. Außerdem versuchen wir seit einigen Jahren mit einem jährlich stattfindenden, der ein oder andere von Ihnen wird es vielleicht kennen, das Dresdner Forum für internationale Politik hier in Dresden zu etablieren. Eine Austauschplattform, ein Zusammenkommen, um über Fragen der Entwicklung in Nord und Süd miteinander ins Gespräch zu kommen, anhand von ausgewählten Themenstellungen. Ich glaube, auch das ist etwas, auch wenn es nicht unmittelbar in Projekte im globalen Süden mündet, doch etwas ist, was zur Sensibilisierung, zur Verbreiterung der Wahrnehmung dieses Themas beiträgt. Ich bin froh, dass es gelungen ist, diese Veranstaltung jetzt auch während der Pandemie in einem Online-Format durchzuführen. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr diese Tradition auch entsprechend fortsetzen können. Darüber hinaus ist es, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir den gesamten Bereich der Bildungspolitik adressieren. Deshalb bin ich froh, dass wir das sogenannte Promotorenprogramm, ein Weltpromotorenprogramm haben. Hierfür stellt der Freistaat auch rund 500.000 Euro zur Verfügung für Bildungsangebote und ein Programm, was sich ausdrücklich an Schulen richtet, damit dort Lehrmaterialien entstehen können, dass Lehrerinnen und Lehrer themenspezifisch Schulstunden zu den Fragestellungen entwickeln und durchführen können. Und eine weitere Möglichkeit für uns als Freistaat besteht in einem Programm, was die Bundesregierung aufgelegt hat, mit dem sie ganz gezielt die Länder adressiert, ein Bund-Länder-Programm, in dem man sich bewerben kann und Mittel beantragen kann. Und hier gibt es ein schönes Projekt der Uniklinik Leipzig, mit dem sie die infektiologischen Kapazitäten in Uganda stärken. Es geht um die Frage, wie setzt man Antibiotika richtig ein? Antibiotika, wissen wir, ist etwas, ein zentrales Arzneimittel für das gesamte Gesundheitswesen. Wir haben zunehmend Resistenzen gegen Antibiotika, was ein wachsendes globales Problem ist. Mir war das lange Jahre nicht bewusst. Mir ist es ehrlich gesagt erst dadurch bewusst geworden, dass der Andreas Lemmel, den ich hier im Publikum sehe, der lange ja auch gerade aus dem Deutschen Bundestag ausscheidet, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im Bundestag und der Bundesregierung, das ein Thema war, was unter deutscher Präsidentschaft bei G7 und bei G20 ein Leitthema war. Gesundheitsversorgung, globale Gesundheitsversorgung, Global Health, gerade am Beispiel des Einsatzes von Antibiotika und der Entwicklung vor allem auch neuer Antibiotika. Das ist das, was staatlich mit staatlichem Geld passiert. Aber wir wissen ja auch alle, dass viel Ehrenamt in diesem Themenfeld unterwegs ist. Und ich finde, ein sehr schönes Projekt ist das Projekt Genial Sozial, mit dem allein im letzten Jahr auch wieder viel Geld gesammelt worden ist. Und wir immer sagen, eine Größenordnung zwischen 500.000 bis zu 1 Million pro Jahr sammeln. Und diese Mittel, die dann über die Sächsische Jugendstiftung verwaltet werden, dann auch eingesetzt werden für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben darüber hinaus, finde ich, ein sehr lebendige, und ich sehe Frau Trappe hier heute Abend auch, freue mich sehr, dass Sie auch da sind, das entwicklungspolitische Netzwerk mit seinem Mitgliedsverein, was eine Plattform bildet für all diejenigen, die im Themenfeld der Entwicklungszusammenarbeit zu Hause sind. Und dass wir diesen Austausch pflegen, dass wir immer wieder sagen, auch zusammenkommen, sehe ich als besonderen Gewinn auch unserer Zusammenarbeit an, weil es ein wirklich guter Beitrag zu der Vernetzung ist zwischen Ihnen, Ihren Mitgliedern und den Aktivitäten, die wir auf der Ebene der Staatsregierung haben. Meine Damen und Herren, eine wichtige Erkenntnis dieser Entwicklungszusammenarbeit ist für mich, dass unser Handeln im Alltag sehr große Auswirkungen verursachen kann. Wenn sehr viele Menschen eine kleine Verhaltensänderung umsetzen, kann das viel bewirken. Und ein Beispiel, was wir im Ergebnis eines solchen Zusammentreffens mit unserem entwicklungspolitischen Netzwerk waren, ist die Frage, wo nutzen wir eigentlich Chancen von Fair Trade?
Fairtrade gehandelte Produkte. Nach einer solchen Begegnung, die wir mit Frau Trappe und den Kolleginnen und Kollegen hatten, haben wir beispielsweise in der Staatskanzlei, nur ein kleines Beispiel dafür, auf Fairtrade Kaffee umgestellt. Und ich glaube, das sind so Dinge, wo jeder in seinem eigenen Verantwortungsbereich gucken kann, was kann man eigentlich tun, um selbst in seinem Umfeld ein kleines Signal zu setzen und einen kleinen Beitrag zu leisten. Das ist ein kleines Beispiel, ein kleiner Beitrag zur Bewusstseinsbildung. Und es regt immer zum Gespräch an, stelle ich fest. Wenn ich Besuch bekomme bei mir und dann wird Kaffee aus sein, dann kann man auch gerne mal das Gespräch damit einleiten, dass man über die Möglichkeiten von Fairtrade spricht. Ich bin Joachim Klose, dir und deiner Mannschaft sehr dankbar, dass ihr dieses Thema aufgegriffen habt, dass wir heute Abend in Dresden diesen Dialog, diesen Austausch beginnen. Ihr werdet es fortsetzen in Chemnitz. Und ich würde mich freuen, wenn es gelingt, dieses Thema auch außerhalb der großen Städte aber auch voranzubringen. Denn das ist auch etwas, was in dieser eingangs von mir genannten Studie herausgekommen ist, dass es viele kleinere Städte, gerade auch in eher ländlicheren Regionen sind, die dieses Thema aufgegriffen haben, sei es über eine Kirchengemeinde, sei es über eine Schule und häufig auch selbst Partnerschaften eingegangen sind. Ich bin überzeugt, dass sich informierte Menschen, und das ist das Ziel dieser Veranstaltung, leichter engagieren und leichter dafür gewinnen lassen. Die Erfahrung zeigt, Menschen lassen sich ansprechen und gewinnen, wenn ihnen die Wirkung ihres Engagements plausibel ist und sie mitbekommen, was passiert. Das ist nachvollziehbar, denn eigentlich wollen wir Menschen immer wieder wirksam sein. Es verleiht unserem Handeln Sinn, wenn wir wissen, wofür wir etwas tun. In diesem Sinne wünsche ich dieser Gesprächsreihe viel Erfolg, eine gute Resonanz. Ich freue mich selbst auf die Diskussion heute Abend mit Ihnen. Auch die Diskussion, die Sie dann später an den Thementischen, da werde ich mir gerne von berichten lassen. Ich gehöre leider zu denjenigen, die Joachim Klose eben angesprochen hat, der heute diese Veranstaltung relativ pünktlich verlassen muss, weil wir heute Abend noch ein kleines Symposium haben zu einem Thema, was durchaus einen Bezug auch zu dem Thema dieser Veranstaltung hat. Es geht nämlich um die Frage von Rohstoffgewinnung. Wollen wir selbst Rohstoffe bei uns im Freistaat Sachsen gewinnen oder wollen wir darauf setzen, dass wir in anderen Ländern Rohstoffe gewinnen? Was heißt das, wenn wir Rohstoffe aus anderen Ländern einkaufen? Mit welchen Belastungen ist das verbunden? Unter welchen Arbeitsbedingungen passiert das? Unter welchen Umweltbelastungsbedingungen dort? Und darüber haben wir heute Abend noch einen Austausch, weil wir sehen, dass es auch bei uns im Freistaat viele Möglichkeiten für die Rohstoffgewinnung gibt. Und deshalb wollen wir heute Abend noch an anderer Stelle diesen Austausch fortsetzen. Ich werde gerne aus dieser Runde berichten, die Anregungen, die ich hier mitnehme dort, weil ich glaube, es gibt eine enge Verbindung zwischen diesen beiden Themenstellungen. Und deshalb freue ich mich auf die jetzt Diskussion, aber erstmal auf den Vortrag von Dakota. Vielen Dank für die Einladung und gutes Gelingen dieser Reihe. Vielen Dank. Das Mikro an? Ja. Good evening to you all. Guten Abend an alle. I want to first thank Konrad Adenauer Foundation for having me here. Ich möchte and zunächst der Konrad Adenauer Stiftung für die Einladung danken. I'm honored to be speaking to you on the topic that is of great interest for me, which is development. And I'm very happy that now we are discussing on how sustainable development should look like. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute zu einem Thema zu Ihnen sprechen kann, das mir wirklich sehr nah am Herzen liegt. Und es freut mich sehr, dass wir nun wirklich tatsächlich mal darüber sprechen, wie eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit aussehen sollte. The landscape for tackling global development challenge is a vast terrain, which lacks clear boundaries and involves a web of multilateral, national, subnational, and local institutions. These are spread across the private, public, and even within the civil society. It is a dynamic landscape that comprises of institutions that have power. And these different institutions have different interests and visions of development. The way they will be driving, at achieving development will be quite also be different, and it is thus very imperative that
are values that underpin development efforts, and policies are pursued are constrained by the development cooperation that is established. Das Feld, die globalen Entwicklungsaufgaben anzugehen, ist ein riesiges Gebiet, bei dem es keine klaren Grenzen gibt und wo ein ganzes Netz an multilateralen, nationalen, subnationalen und lokalen Institutionen beteiligt ist. Diese verteilen sich auf den öffentlichen und den Privatsektor und auch die Zivilgesellschaft. Es ist auch ein sehr dynamisches Feld, welches aus Institutionen besteht, die sehr viel Macht haben und widerspiegeln. Diese verschiedenen Institutionen haben natürlich unterschiedliche Interessen und Vorstellungen von Entwicklung. Sie zielen darauf ab, ziemlich unterschiedliche Ziele auf oftmals ganz unterschiedliche Art und Weise zu erreichen. Es ist daher grundlegend wichtig zu verstehen, dass die Werte, die die Entwicklungsbemühungen und Strategien untermauern, in einer Art und Weise verfolgt werden, wie es für die Entwicklungszusammenarbeit günstig ist. Aber diese Bedingungen beschränken auch oftmals die Entwicklungszusammenarbeit. Understanding how sustainable development cooperation should look like involves understanding how that cooperation was negotiated and how it has evolved over the time and the conditions for effective implementation of the development cooperation. Das Verständnis, wie eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit aussehen sollte, beinhaltet auch das Verständnis, wie diese Zusammenarbeit ausgehandelt wurde, wie sie sich über die Zeit entwickelt hat und wie die Bedingungen zu einer effektiven Umsetzung dieser Entwicklungskooperation aussehen sollten. Inter-organization relationships matter so much in a multi-actor development arena where no single organization has a monopoly of action on any development issue. Often organizations work together for common goals. Therefore, for sustainable development cooperation to take place, there's an increasingly need for more cognizance of everyone's role in the co-created development process and acknowledging of how the extensive tools and the techniques of management benefit or disadvantage partners or beneficiaries. Die Beziehungen zwischen verschiedenen Organisationen ist extrem wichtig in dem Entwicklungsgebiet mit vielfachen Akteuren, da es ja keine einzelne Organisation gibt, die wohl das Handlungsmonopol bei irgendeinem Entwicklungsthema hat. Organisationen arbeiten oftmals an gemeinsamen Zielen zusammen, daher, damit eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit stattfinden kann, braucht es zunehmend das Verständnis darüber, wie die Rolle eines jeden in einem koordinierten Entwicklungsprozess aussieht, ein Erkenntnis und ein Anerkenntnis darüber, welche umfangreiche Instrumente, Führungs- und Leitungsverfahren vorhanden sind und wie diese den Partnern und Empfängern zugutekommen oder ihnen manchmal auch zum Nachteil gereicht sind. Mutual recognition does not mean a one-off or three-year consultation exercise where staff in one organization consult others to find out what they think of the performance plans, but it's a continuous emergent experience of recognizing and being recognized in day-to-day working relationship. By the very nature of development, cooperation may mean that one is working with less powerful or more marginalized. It is therefore doing good becomes finding systematic way of recognizing development partners as beneficiaries in any partnership.
gegenseitiges Verständnis, gegenseitige Anerkennung bedeutet nicht, dass man einmal oder dreimal im Jahr sich zusammensetzt und mit anderen Organisationen berät, was die anderen über die Arbeit des anderen jeweils denken, sondern es ist eigentlich eher eine anhaltende, immer neu entstehende Erfahrung des Anerkennens und des Anerkanntwerdens, vor allen Dingen in den täglichen, alltäglichen Arbeitsbeziehungen, die man miteinander hat. Das reine Wesen der Entwicklungszusammenarbeit könnte aber auch bedeuten, dass man mit weniger mächtigen, mit weniger starken oder oftmals marginalisierten Gruppen zusammenarbeitet. Daher bedeutet, etwas Gutes zu tun, einen systematischen Weg zu finden, Entwicklungspartner und Begünstigte, also Empfänger, als Teilhaber am Entwicklungsprozess anzuerkennen. At a glance, development landscape comprised of big players that have power, amongst others they have the funding. Civil society organizations are increasingly becoming big players with a desire to reduce the role of the powerful development agencies. One key experience of such a development cooperation is the cooperation built by the Reformed Committee on World Food Security of the United Nations of the Food and Agriculture Organization. After 35 years, it was reformed in 2009 as a foremost inclusive international and intergovernment platform for all stakeholders to work together to ensure food security and nutrition for all. Auf einen Blick schon kann man sehen, dass das Entwicklungsfeld aus großen Akteuren besteht, die sehr mächtig sind und unter anderem auch die Macht über die Finanzierung haben. Zivilgesellschaftliche Organisationen werden auch zunehmend große Spieler mit dem Wunsch, die Rolle von solch übergroßen Entwicklungsorganisationen zu mindern. Und eine Schlüsselerfahrung einer solchen Entwicklungszusammenarbeit ist die Zusammenarbeit, die durch das reformierte Komitee für Welternährungssicherheit der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen eingerichtet wurde. Nach 35 Jahren wurde sie im Jahr 2009 als ausgesprochen inklusive und internationale zwischenstaatliche Plattform für alle Beteiligten eingerichtet, um daran zu arbeiten, Lebensmittelsicherheit und Ernährung für alle sicherzustellen. To ensure that a space where civil society organizations can be able to work with the CFS, the Civil Society and Indigenous Peoples Mechanism for Relations with the United Nations Committee on World Food Security as a coordination mechanism was established. It is the largest international space for civil society organizations working to eradicate food insecurity and malnutrition. It provides a space to inform the agenda and engage and allows CSOs to engage in discussions on food. I don't want to say that this is the best cooperation, as the process is experiencing challenges with lack of implementing the decisions coming from the CFS and also monitoring. And it is also now continuously challenged by powerful entities, which maybe they don't want to see this multi-stakeholder platform where small-scale food producers are coming into the discussion. But I think it's a right direction to create sustainable development cooperation where small-scale food producers can influence, they can determine and shape agendas other than being forced to work on others' agenda. Um das Vorgenannte sicherzustellen, wurde der Mechanismus für Zivilgesellschaft und indigene Völker für die Beziehungen mit den Vereinten Nationen und ihr Komitee zur Welternährungssicherheit als Koordinationsmechanismus eingerichtet. Dieses ist der größte internationale Raum für bürgergesellschaftliche Organisationen, die daran arbeiten, Lebensmittelunsicherheiten und Unterernährung zu bekämpfen.
Dies hat den Raum geschaffen, um die Agenda zu beeinflussen und Diskussionen zur weltweiten Ernährung zu formen. Ich will jetzt nicht sagen, dass dies die beste Zusammenarbeit ist, die es je gegeben hat, denn auch dort gibt es einige Herausforderungen mit Umsetzung und Überwachung von Entscheidungen, während die Befugnisse dieser Behörde immer wieder angegangen wird, hinterfragt wird. Ich will aber doch sagen, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist, denn das ist nun mal eine Möglichkeit, wo eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit stattfinden kann, wo auch kleine Lebensmittelproduzenten die Pläne beeinflussen, mitbestimmen und formen können, anstatt dass all diese Pläne ihnen aufgezwungen werden. I'm happy to say that some NGOs are also taking on this form of development cooperation. And as Katosi Women Development Trust, we are proud to have been worked with such NGOs, where they allow us the space to be able to initiate or to offer guidance on what should be their priority of funding to us as an organization. And we have been able to experience this partnership with Archinova, where some of them are here, where we started with funding to support communities to access water. And when we supported them to access water, then we realized that this is not providing water in itself, is not an end in itself. So we realized we need to complement this with building the capacities of the communities to be able to self-manage these facilities, building capacities on knowledge on hygiene and sanitation, but also taking core skills on managing the water sources. And we also, we do comprehensive development intervention funded by our Archinova. What we are recently experiencing is that the women we are working with, they've been so empowered and they've taken on different roles in the communities. But what is happening is that in some communities, the local leaders are feeling that they are threatened by this empowerment of the women, and now they want to push that back. And with our partnership, which is a learning process, now we are going to integrate human rights awareness and gender rights awareness so that we don't lose on all the achievements we have achieved so far just because of these threats I'm emerging, but we are also able to address these threats. Einige Nichtregierungsorganisationen nehmen auch solche Formen der Kooperation an und wir als KWDT haben da einige Erfahrungen mit solchen NGOs gemacht. Gemeinsam mit der Stiftung oder dem Verein Archinova, von denen auch einige Vertreter heute hier sind, haben wir uns zunächst bei uns um verschiedene wasserbezogene Projekte, allgemein sanitäre Einrichtungen, Hygiene gekümmert und haben dann erkannt, dass dadurch weiterer Entwicklungsbedarf entstanden ist. Unser Fokus ist besonders auf Frauen gerichtet. Wir haben die Frauen ausgebildet, gestärkt in ihrem Tun, was alle Arten von kleinen Rückschlägen mit sich gebracht hat. Darüber werde ich dann noch später sprechen, bloß dass Sie es schon mal gehört haben. Although often when I share this experience with other people, they say, that you are creating dependency. But for me, I think this is the sustainable development cooperation, where each development intervention contributes to addressing previous challenges or new emerging needs. And I can proudly say that we've had a long-term, 7-year sustainable development cooperation with Archinova. Oftmals werden wir durch unser Tun beschuldigt, eine Art Abhängigkeitsverhältnis zu schaffen. Aber ich sehe das ganz anders. Ich denke, dass wir eine tatsächlich nachhaltige Entwicklungsarbeit eingeleitet haben, wo wir einfach erkennen, dass eben ein Entwicklungsversuch zu verschiedenen Problemen führt, dann führen wir eine Lösung dafür ein, dies führt wieder zu anderen Problemen und so ist es ein anhaltender Prozess, der aufeinander aufbaut und das ist alles andere als Abhängigkeit, sondern das ist ein nachhaltiger Entwicklungsprozess und ich freue mich sehr, dass wir diesen Prozess gemeinsam mit Archinova begleiten können.
Sustainable development cooperation can also be evaluated from an understanding of how that cooperation was negotiated, since there are emerging forms of cooperation that are threatening pro-poor development cooperation. Um zu bewerten, wie die Arbeit einer nachhaltigen Entwicklungszusammenarbeit aussieht, muss man sich anschauen, wie dieser Entwicklungsprozess ausgehandelt wurde und wie er sich über die Zeit entwickelt hat. For matters of growth, poverty reduction, as well as inclusive development, some form of development cooperation must occur. Pro-poor development cooperation critically depends on interactions, formal and informal, political, with social or in other agencies. Damit die Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich zur Verbesserung führt, zur Armutsminderung, zum Aufbau von Fähigkeiten, muss man auf allen Ebenen politisch, sozial aktiv werden, um dort die größtmöglichen Auswirkungen zu erzielen. Over the past two decades, we are all aware of the increasing changes on how development cooperation is organized. Varying degrees of privatization and competition have emerged. Development organizations are progressively being lured to engage in partnerships in order to access the crucial resources they need. Some of the partnerships introduce market-like considerations of efficiency or cost saving. Wir alle wissen, dass in den letzten zwei Jahrzehnten große Veränderungen auf dem Feld der Entwicklungszusammenarbeit stattgefunden haben. Es gibt immer mehr große private Akteure, die Wettbewerbselemente auch um Ressourcen eingeführt haben, und immer mehr Akteure und Partnerschaften werden in diese marktwirtschaftlich basierten Ansätze reingezogen, um letztlich um Ressourcen zu konkurrieren. In the development arena, we should be concerned about the outcomes from development corporations formed out of processes of competition. This means those with the resources compete and are winning the cooperation. Wir alle auf unserem Entwicklungszusammenarbeitsgebiet sollten aber ein bisschen besorgt sein, wenn Wettbewerb als treibende Kraft im Entwicklungsprozess eingeführt wird. Denn das bedeutet, dass letztlich die, die Ressourcen haben, um in Wettbewerb zu treten, letztlich auch bestimmen können, wer die Ressourcen am Ende bekommt. Such corporations obtained through competition bring different actors with different values and norms of work together, and they are cooperating because sometimes it's a requirement for receiving the fund. Would I call such cooperation sustainable? Maybe yes, maybe no. For me, development is an intimate affair, and we all need to free development cooperation from such stringent rules and red tape that and bureaucracy that don't add value to the beneficiaries. Mit dieser veränderten Art der Entwicklungshilfezusammenarbeit kommen auch andere Akteure mit ins Feld, die ganz andere Werte und ganz andere Normen mit sich bringen und vertreten, die so eine Kooperation eintreten, weil es eben eine wirtschaftliche Notwendigkeit darstellt. Würde ich jetzt eine solche Entwicklungszusammenarbeit nachhaltig nennen? Naja, vielleicht nein, vielleicht ja. Für mich ist Entwicklungszusammenarbeit eine sehr intime Angelegenheit, die eigentlich von solchen strengen, marktwirtschaftlich basierten Regeln befreit werden sollte. Denn ich glaube nicht, dass das der beste Weg ist, wie man einen tatsächlichen Mehrwert an die Bedürftigen bringt. I have two experiences to share with you with these types of development cooperation. One, I came across it during my studies. And it was the North and South Municipal Partnership around environment and traffic technologies. And such a relationship was struck between Kampala City Council, which is in Uganda, and the Kikilis Metropolitan Council in England. Ich selbst habe
zwei große Erfahrungen mit einer solchen Art Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit, Hilfe gehabt. Das ist geschehen, als ich meinen Masterabschluss gemacht hat, und ich möchte zunächst über das Beispiel sprechen, wo es um eine Zusammenarbeit zwischen dem Stadtrat der Stadt Kampala in Uganda und der englischen Stadt Kirklees ging. The World Bank funded the partnership for a period of time, and engineers carried out joint projects on waste and traffic management in Kampala. Die Weltbank hatte diese Partnerschaft für einen gewissen Zeitraum finanziert, und Ingenieure aus beiden Städten haben gemeinsame Projektleitung in Kampala durchgeführt. Trust was an important aspect of the project that was reportedly built up between the engineers coming from the different backgrounds and with different work experience. Vertrauen war bei diesem Projekt ein ganz wichtiger Aspekt, und Ingenieure, die aus ganz unterschiedlichen Gegenden stammen, in unterschiedlichen Hintergründen, mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, haben dort ziemlich gut und erfolgreich zusammengearbeitet. However, when further funding was sought from the World Bank wanted the project to get to tender rather than continue on the basis of an established relationship, partnership. Als jedoch eine Anschlussfinanzierung für das Projekt von der Weltbank angestrebt wurde, wollte die Weltbank das Projekt ausschreiben, anstatt auf der Grundlage dieser bereits fest eingerichteten und etablierten Partnerschaft weiterzumachen. For KCC, this would mean a new partner rather than continuing on an established working relationship. Und für den Stadtrat der Stadt Kampala hätte das einen ganz neuen Partner bedeutet, anstatt die erfolgreiche Arbeit mit einer bereits fest etablierten Partnerschaft weiterzuführen. Another experience which is currently emerging is small-scale food producers in Africa and in Uganda in particular are facing challenges to access markets. Eine weitere Erfahrung, die ich da teilen möchte, sind kleine Lebensmittelproduzenten und ihre Schwierigkeiten, ja, sagen wir, Zugang zum Markt zu bekommen. And what is happening to address this challenge is that they are pulled to form partnerships with retailers and big corporations, where they are joining partnerships, yet they are the weakest in this value chain, which doesn't benefit them as small-scale food producers. Und im Prinzip werden die in Partnerschaften mit großen Handelsketten und großen Unternehmen gezwungen, reingezogen, und stellen dort natürlich dann das schwächste Glied dar. In conclusion, sustainable development will depend on building sustained development cooperation that would enable close and meaningful relationships between providers, implementing agencies and beneficiaries. Als Schlussfolgerung des Ganzen möchte ich Folgendes sagen. Eine nachhaltige Entwicklung hängt vom Aufbau einer nachhaltigen Entwicklungszusammenarbeit ab, die enge und auch bedeutsame Beziehungen zwischen den Dienstleistungserbringern, den umsetzenden Behörden und auch den Empfängern beinhaltet. Hence, sustainable development cooperation should get smarter at identifying and understanding stakeholder interests, their relationships, and should discriminate between development and collusive. Daher sollte eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit besser und klüger dabei werden, da die Interessen der aller Beteiligten zu verstehen, aber auch ihre Beziehungen untereinander zu verstehen, und muss dann unterscheiden zwischen erst echter Entwicklung und ausgenutzt werden. Sustainable Development Cooperation should be savvy in recognizing that change or reform is constant. Interests of current beneficiaries, culture or moral can change. Eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit muss sich dessen bewusst sein, dass man anerkennen muss, dass Wandel etwas Beständiges, etwas Konstantes ist, was gewisse Reformen bedeutet.
die Interessen derzeitiger Hilfsempfänger, aber auch die Kultur und moralische Vorstellungen können und tun sich tatsächlich immer ändern. Sustainable Development Cooperation needs to appreciate that development is a long-term work requiring flexibility, experiment and learning from experience. Many corporations are designed to be short-term transactions. However, an essential part of a successful sustainable cooperation is that circumstances can change or can still require continued persistent interventions. Eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit muss anerkennen, dass Entwicklung eine langfristige Arbeit ist, die ziemlich viel Flexibilität erfordert, ein bisschen Experimentierfreudigkeit und vor allen Dingen muss man aus vergangener Erfahrung lernen. Viele Kooperationen sind so aufgestellt, dass sie eher kurzfristige Transaktionen sind, ohne wirkliche Notwendigkeit anhaltender Interaktionen, nachdem ein gemeinsam vereinbartes Ziel erfüllt wurde. Ein grundlegend wichtiger Teil einer erfolgreichen, nachhaltigen Kooperation ist, dass man anerkennt, dass die Umstände sich ändern können und dass man unter Umständen beständige, dauerhafte, anhaltende Arbeit und Eingriffe benötigt. Sustainable Development Cooperation should also support and encourage multidisciplinary cooperation beyond agreed on partnership. Our partnership with Archinova brings us in contact with the WASH expert, with gender expert, with human rights expert, other than focusing only on the WASH project. Eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit sollte auch eine multidisziplinäre Zusammenarbeit unterstützen und anregen, die über bereits vereinbarte Partnerschaften hinausgeht. Unsere Partnerschaft mit Archinova hat genau das bewerkstelligt und uns ja in die Lage versetzt, das aufzubauen, was wir Fachleute im Gebiet WASH nennen. WASH ist eine Abkürzung für alle Projekte, die etwas mit Wasserversorgung, Sanitäreinrichtungen und allgemeiner Hygiene zu tun haben. Sustainable Development Cooperation needs to build the capacities of the partner institutions. It should also support partners to address priority gaps in their pathway towards development. Und letztlich geht es bei einer nachhaltigen Entwicklungszusammenarbeit um das Aufbauen langfristiger und belastbarer Partnerschaften. Und das bedeutet, dass man auch bisweilen anerkennt, wo es Lücken im gegenseitigen Verständnis gibt, wo es Lücken in dieser Partnerschaft gibt. Any cooperation between partners is a vehicle for supporting development and sustainable cooperation should offer options to partners to reframe their strategies of attaining development, offer inclusive and diverse development approaches while promoting access to basic social services and advancing the protection of human rights. Eine erfolgreiche Partnerschaft im nachhaltigen Entwicklungsprozess ist eine, die den Partnern mehrere Möglichkeiten bietet, die ursprünglichen Ziele umzugestalten, neu zu erkennen, die es den Partnern ermöglicht, die Ziele entsprechend menschenrechtlichen Zielen auszurichten und so den bestmöglichen Mehrwert für die Hilfsempfänger zu bieten. At the heart of the sustainable cooperation should be the spirit to promote partnerships that will strengthen inclusion and advance gender equality and women empowerment. Im Kern einer jeglichen nachhaltigen Entwicklungszusammenarbeit sollte der Geist stehen, die jeweilige Partnerschaft wachsen zu lassen, zu befördern, was dann wiederum Inklusion befördert, Geschlechtergleichheit voranbringt und die Stärkung und Mündigmachung von Frauen mit einschließt. Sustainable cooperation should ensure inclusive development anchored on human rights-based approach, with specific attention to human rights principles of equality, non-discrimination,
Empowerment, Participation and Attention to the Vulnerable Groups. Eine nachhaltige Zusammenarbeit sollte sicherstellen, dass alle Elemente in einem menschenrechtsbasierten Ansatz verankert sind, mit besonderem Augenmerk auf die menschenrechtlichen Prinzipien wie Geschlechtergleichheit, Nichtdiskriminierung, Stärkung, Teilnahme und ein besonderes Augenmerk auf gefährdete Gruppen. Second last, sustainable partnerships should seek to support transformative governance by ensuring that entities are more accountable towards the people they are serving, including respect of human rights and improving the rule of law. Und als vorletzten Punkt möchte ich sagen, dass eine nachhaltige Partnerschaft danach streben sollte, eine transformative Regierungsführung zu unterstützen, indem sichergestellt wird, dass die jeweiligen Einheiten gegenüber den Leuten, denen sie eigentlich helfen wollen, mehr verantwortlich sind. Darunter zählt natürlich auch der Respekt für Menschenrechte und die Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit. Lastly, sustainable cooperation should embody sustaining transformation of people. Therefore, it should promote shared prosperity in health, environment, and building human well-being and resiliency to disasters and other shocks to life. Und als letzten Punkt möchte ich sagen, dass eine nachhaltige Zusammenarbeit die Transformation, die Umwandlung von Menschen als Ziel verkörpern sollte. Daher sollte sie als Ziel gemeinsamen Wohlstand in einem gesunden und umweltgerechten Umfeld haben, den Aufbau von menschlichem Wohlergehen und die Widerstandskraft gegen Naturkatastrophen und sonstige externe Schocks, die das Leben so mit sich bringen kann. Thank you very much for listening to us. And thank you very much. Vielen Dank, dass Sie uns beide zugehört haben. Vielen Dank für die Einladung. Ja, liebe Frau Nakato, Herr Schenk, vielen Dank für beide Vorträge, die zwei Perspektiven eröffneten und jetzt Gelegenheit geben, miteinander zu diskutieren. Wir haben jetzt noch ungefähr 15 Minuten Zeit, da muss der Staatsminister die Veranstaltung verlassen. Wir sollten die Zeit also intensiv nutzen. Ich will die Diskussionsrunde gleich öffnen, sodass Sie Ihre Fragen stellen. Ich habe viele Fragen, aber ich denke, vielleicht gibt es schon Fragen aus dem Publikum. Ansonsten würde ich beginnen. Will jemand von Ihnen eine erste Frage stellen an Frau Nakato oder an Oliver Schenk? Bitte schön, fangen Sie an und bitte treten Sie das Mikrofon. Das Mikrofon bitte nicht anfassen wegen der Hygienebestimmung. Ja, genau. Ich bin schon eingerichtet. Ja. Kurz ist mein Name. Ich bin der Business Scout Sachsens, allerdings bei der IKK Kirmitz. Ich bin froh, dass ich heute bei dieser Veranstaltung eingeladen wurde und will allen Beteiligten ein Kompliment machen, weil Sie haben uns heute gezeigt, dass der glorreiche Entwicklungszusammenarbeit eine Weile voraus sind, obwohl Sie, will ich gar nicht wissen, wie viele Mittel Sie haben, also bestimmt nicht so viele wie wir. Sie haben heute hier eine NGO, Arche Noah, und haben Sie die Partner, die berichten über die Ergebnisse eines Projektes. Das haben wir noch nie geschafft. Wir sind froh, wenn wir überhaupt einen Unternehmen dazu kriegen in unsere Veranstaltungen, die erzählen, wie sie ihr Develop-Projekt durchgeführt haben. Umgekehrt wäre es interessanter, dass die Partner, die Empfänger dieser Zusammenarbeit darüber berichten würden. Und jetzt kommt, das war jetzt die Anmerkung, jetzt kommt also eher mal eine Empfehlung, nicht eine Frage. Das Wichtigste in unserer Arbeit ist, Partner zu haben. Und Sie und die NGOs, die haben verlässliche Partner, weil sie seit vielen, vielen Jahren in den Ländern arbeiten, insbesondere in Uganda. Und diese Partner, die hat oft unsere Wirtschaft nicht. Und es wäre ganz prima, wenn Sie jetzt die Konrad-Adenauer-Stiftung dafür sorgen würde, dass diese Partnerstrukturen auch in die Wirtschaft rübergeschoben könnten. Also wir versuchen das mit mäßigem Erfolg. Und es wäre froh, wenn Sie uns da
beistehen würden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe mal eine Frage an Staatsminister. Also darf ich ganz kurz dazu was sagen, zu dieser Anmerkung, weil ich sehr dankbar bin, weil Sie das aufgreifen und das beschreiben, was uns eigentlich auch umtreibt und wo wir eigentlich auch sehen, dass das notwendig ist. Wir haben Strukturen, die in dem Bereich der Entwicklungshilfe, ich habe sie eingangs ein bisschen skizziert, sehr stabil sind. Ich finde es beeindruckend, dass wir hier Initiativen haben, die schon seit 3 Jahrzehnten sich um dieses Thema kümmern, die stabile Beziehungen haben, die stabile Ansprache, genau das, was Sie gerade gesagt haben. Aber ich würde es genauso, wie Sie beschrieben haben, ich würde gerne dieses Netzwerk erweitern auf mehr Partner. Und das ist ja das, was Frau Nakoda uns auch mitgegeben haben. Wir brauchen diesen Ansatz, der mehr Menschen einbindet, der mehr Organisationen einbindet. Wir brauchen nicht die zwei ganz Großen, die etwas machen, das dann manchmal auch von der einen Seite noch dominiert wird, sondern es soll ein fairer, soll ein guter Aushandlungsprozess sein, der möglichst breit aufgestellt ist. Und ich nehme Ihre Anmerkung, ich als Unterstützung auch mit für unsere Arbeit, dass wir genau das nämlich auch versuchen wollen und weiter aufstellen wollen, dass wir mehr Kommunen, mehr Unternehmen, mehr Partner insgesamt bei uns im Freistaat auch mit einbinden. Ich kann mich gut erinnern an die Veranstaltung, die wir mit dem Bundesentwicklungsminister Müller und Michael Kretschmer vor 2 Jahren hatten, wo wir alle Kommunen eingeladen haben, weil wir gesagt haben, es gibt so tolle Beispiele bei uns im Freistaat, die gar nicht bekannt sind und nur über gute Beispiele spricht sich das dann ja rum und haben andere eingeladen, guckt euch das mal an, was diese Gemeinde macht. Und das macht sie seit Jahrzehnten und das verändert ja auch etwas bei uns, weil unsere Partner mit eingebunden sind in diesen Prozess. Insofern vielen Dank für diese Unterstützung, die Sie uns sagen, für diesen Gedanken mitgeben und ermutigt mich und die Kolleginnen und Kollegen, die aus der Staatskanzlei mit sind, auch diesen Weg weiter mit zu verfolgen. Nur einen Satz. Wir haben mit Dank Herrn Christoph Schmidt bei unserer Großveranstaltung Business Trip Africa dieses Jahr auch virtuell oder hybrid, wie man sagt, einen ersten Versuch gestartet. Sehr gut. Genau, da möchte ich noch mal eine Frage anschließen, denn es tritt jetzt eine paradoxe Situation auf. Im Vorfeld der Diskussion haben mir viele NGOs signalisiert, dass sie das Gefühl haben, sie werden nicht wahrgenommen mit ihrer Arbeit. Das ist natürlich interessant, weil letztendlich Politik hat eine gewisse Flughöhe und die NGOs arbeiten auf einer Basisebene. Und die Frage ist, wie ist das eigentlich? Wie nimmt die Politik diese Vereine wahr? Welche Rolle spielen die Vereine, die NGOs jetzt für das politische Handeln, auch im Freistaat Sachsen? Und wie kann man das Verhältnis verbessern? Das hat Andreas Lemmel sich gemeldet. Vielleicht nehme ich ihn noch erstmal dran, Herr Lemmel, und dann gebe ich Sie jetzt zurück. Wollen Sie anschließen? Ja. Ja, vielen Dank, dass die Veranstaltung heute stattfindet. Wir sind ja in Sachsen damit nicht gesegnet, muss man sagen, dass die Diskussion über Entwicklungspolitik in den letzten Jahren nicht so oft hier stattgefunden hat. Frau Nakoda, eine interessante Aussage, die von Ihnen kam. Es hat niemand das Handlungsmonopol auf Entwicklungszusammenarbeit. Und ich glaube, hier ist ein ganz entscheidender Punkt, wo das Thema des Abends, Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit 2.0, wir wollen ja was Neues machen. Und über das, was alles gesprochen wird, findet alles statt im großen Raum der NGOs. Aber Entwicklung, auch in Afrika, von dem ich nun wirklich etwas Ahnung habe, kann nicht stattfinden ohne wirtschaftliche Entwicklung. Und es fehlt hier der ganz entscheidende Partner, nämlich die Wirtschaft. Und das Verhältnis zwischen NGOs und Wirtschaft ist nicht gerade ein sehr herzliches. Weil dieses, was Sie sagten, es gibt Konkurrenzsituationen um die Mittel, die natürlich in diesem Bereich auch stattfinden. Und deshalb nochmal meine Frage, wenn Sie jetzt Uganda mal betrachten, das wirtschaftliche Engagement Deutschlands in Uganda ist ja ziemlich schwach. Und wie kann man denn aus Ihrer Sicht, dass die Themen von NGOs und von Wirtschaft gemeinschaftlich zusammenbringen, um diese Prozesse, die Sie mit Ihrer Organisation in Uganda angestoßen haben, eben auch wirtschaftlich auf ein wirtschaftliches Fundament zu stellen? Und die zweite Frage, vielleicht auch an Herrn Schenk, ist, warum sind die NGOs nicht sichtbar? Ja, das ist natürlich eine Frage, weil es nirgendwo eine Plattform gibt, wo sich die Leute alle mal treffen. Und es ist ja immer selbst für mich immer wieder erstaunlich gewesen, wenn ich in Afrika bin, was für Leute ich da überall treffe, von denen niemand was weiß. Ja, das Problem ist, es gibt kaum eine Koordination und die Frage wäre ja,
ob Sachsen zum Beispiel, zumindest für sächsische Belange, eben so eine, die Staatskanzlei so eine Koordination vielleicht irgendwie organisieren könnte. Mhm. Vielen Dank. Frau Nachato, können Sie bitte kurz auf die Frage eingehen und dann würde ich unseren Schenken Schlusswort bitten. Ist an. Okay. I think that's a very interesting question. And I think it's not only the role of non-government organization, but also the private sector has a role to play in spurring development, particularly in developing countries and in a country like mine in Uganda. But what we are experiencing, I don't want to say it's the common thing, but it's also happening that businesses are investing in Africa and they are displacing people from land. And they are making communities more poorer than instead of contribute to bringing about development. I know of a case in one of the districts where a business, which was to grow coffee, displaced an entire village. And these people are now living in they were deprived of the land, which was the most important resource for them. So what we would like to see as businesses working with establishing partnerships for development in Africa is that we also need to see some investment coming into organizing the food producers. Like when we talk about the coffee producers, what form of investment has been done in those people so that they are ready then to cooperate with a business from Europe? Unless that happens, we are going to continue to run in this circle where the NGOs are funding farmers to get more profits, and then the businesses are coming in to work with the farmers and they are making them more poorer, and then we continue to live in this cycle of poverty. So something has to be done right. There needs to be empowerment of the people who are vulnerable. This is what we think human rights best approaches. How do we identify who are the vulnerable in this chain? How do we put in places the resources we need to bring them on the table so that they discuss as real partners? And then I feel that's when we are going to see the sustainable corporations and also development. Also die von Ihnen gestellte Frage ist natürlich vollkommen richtig. Der Privatsektor muss mehr eingebunden werden in die Entwicklung in ganz Afrika und insbesondere auch in Uganda. Aber die Erfahrung, die wir mit Privatunternehmen gemacht haben oder großen Konzernen, war nicht immer eine allzu positive. Denn anstatt in Leute zu investieren, wird einfach nur in Ressourcen investiert, was am Ende die Leute dort ärmer macht. Leute werden von ihrem Land vertrieben, um dort landwirtschaftliche Produkte beispielsweise anzubauen. Und ich kenne persönlich einen Fall aus meinem Bezirk, wo kleine Kaffeeproduzenten von Großkonzernen vertrieben wurden. Ein ganzes Dorf wurde vertrieben. Und das ist auf jeden Fall nicht, was wir uns da so vorstellen. Ich sehe auf jeden Fall die Notwendigkeit, dass Unternehmen Partner, echte Partner bei der Entwicklungshilfe werden müssen. Aber es muss in Menschen investiert werden, in kleine Produzenten, zum Beispiel Kaffeeproduzenten, und die Leute müssen in allen Art und Weise gestärkt werden, sodass sie nicht Opfer von Großkonzernen werden. Es geht letztlich darum, wenn wir über nachhaltige Entwicklung sprechen, dass wir erstmal die Leute ausfindig machen müssen, die am gefährdetsten sind, die am schwächsten sind. Es ist ja schön, wenn die Nichtregierungsorganisationen zum Beispiel Absatzmärkte für diese kleinen Produzenten finden, aber wenn dann wieder Großkonzerne hinzukommen, die das Ganze dominieren, dann ist am Ende niemandem geholfen, dann werden die Leute ärmer. Es geht also darum, erstmal die zu identifizieren, die am meisten Hilfe brauchen, denen die Mittel und die nötige Ausbildung zu geben, um dann wirklich als echte Partner handeln zu können. Das verstehe ich unter nachhaltiger Entwicklung. Vielen Dank. Darf ich dich bitten? Ja. Ich will nochmal auf den Punkt eingehen, der angesprochen worden ist. Wie schaffen es wir es, Wirtschaft und NGOs enger zusammenzubringen? Es mag richtig sein, und wenn ich das so Revue passieren lasse, dann sind es tatsächlich häufig Veranstaltungen der Wirtschaft, die sich mit der Frage von Engagement im globalen Süden beschäftigen. Und es sind Veranstaltungen von NGOs, die sich mit diesem fragen. Aber es gibt viel zu wenig Austausch untereinander. Jetzt freue ich mich, dass wir momentan einen
einen Besuch in Uganda im nächsten Jahr vorbereiten für den Freistaat Sachsen, wo wir aber alle Partner mit dabei haben. Wir haben NGOs genauso mit dabei wie Wirtschaft, Unternehmen und Verwaltung. Und ich glaube, am Ende wird es nur erfolgreich sein, ein erfolgreicher Weg, wenn wir alle drei Partner gemeinsam zusammenbringen dort. Und ich finde, das ist etwas, wo wir uns auch hinentwickeln müssen dort, dass wir viel mehr diesen Austausch untereinander auch pflegen, dass diese Formate, die da sind, sich gegenseitig befruchten und gegenseitig stärken. Denn ich glaube, eine gute NGO-Arbeit kann immer wieder auch Anreiz sein, kann auch den Boden bereiten für wirtschaftliche Kooperation. Und natürlich kann rund um eine wirtschaftliche funktionierende Kooperation auch weiteres in diesem Umfeld gedeihen dort. Insofern ist, glaube ich, dieser Austausch etwas, wo wir gemeinsam Anstrengungen unternehmen sollten. Und ich nehme das gerne auf, sagen diesen Hinweis, diese Anregung, auch zu gucken, wie wir möglicherweise als Freistaat ein bisschen auch diese Kooperation mit befördern können dort. Sie haben vielleicht gemerkt, dass sagen, durch diese Beauftragung einer Studie, dass wir auch dabei sind, sagen, auch ein umfassenderes Bild über diese Entwicklungszusammenarbeit überhaupt im Freistaat zu bekommen. All das lag bisher nicht vor. Wir können einen Rahmen schaffen, wir können einen Rahmen setzen dort. Am Ende, wenn Geld bereitgestellt wird, wenn Infrastruktur bereitgestellt wird unsererseits, braucht es immer denjenigen, der diesen Rahmen auch ausfüllt mit Projekten dort. Und deshalb brauchen wir aktive Partner. Deshalb gebe ich das gerne heute mit hier und will mich da auch nochmal bedanken bei der Adenauer-Stiftung, dass wir überhaupt diese Runde zusammenbekommen haben, dass wir diesen Fokus auf dieses Thema lenken können mit Unterstützung der Adenauer-Stiftung. Ich halte das für etwas ganz Wertvolles, ganz Wichtiges dort und freue mich, dass das eine kleine Reihe ist, die jetzt auch nicht nur heute Abend in Dresden, sondern auch noch an anderen Orten im Freistaat, weil wir ganz viele Projekte haben, auch in der Fläche dort. Und diese zu vernetzen, diesen einen Raum zu geben, um sich auszutauschen, ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wertvolles. Dann bin ich sehr dankbar dafür, der Adenauer-Stiftung. Ja, vielen Dank. Jetzt ist es leider so, dass die Zeit so weit vorangeschritten ist, dass die Diskussion an der Stelle beenden muss, leider. Aber es ist noch nicht das Ende der Diskussion, weil wir noch die Diskussionstische haben und dann nochmal zusammenkommen, hier im großen Rahmen diskutieren. Ich will an der Stelle erstmal beiden Gesprächspartnern, Frau Margarete Nakato, herzlich danken und Oliver Schenk herzlich danken für diese beiden Impulse und für das Aufweisen des Themas. Es ist uns wichtig, dass wir mit dem Diskurs nicht im luftleeren Raum schweben, sondern tatsächlich in den politischen Raum hineinragen und Politik verändern, als auch die NGOs und alle Akteure motivieren, zusammenzuarbeiten. Ich danke herzlich für deinen Beitrag und für Ihren Beitrag jetzt zum Einstieg dieses Referats und stelle gleich die Themengruppen vor, aber erstmal ein kleiner Applaus für die beiden. So, jetzt ist Pause und in dieser Pause haben wir Thementische vorbereitet, die Sie besuchen können. Wir haben gedacht, dass pro Thementisch so 7 bis 8 Leute sich dazugesellen und über einzelne Themen diskutieren. Und wir haben 5 Tische aufgebaut. Der erste Tisch ist Gender- und Entwicklungszusammenarbeit, da wird Frau Nakato dabei sein und Frau Maria Kropp als Bildungsreferentin vom Gender-Kompetenzzentrum Sachsen. Am Tisch 2 ist Politik und NGOs, da ist Christoph Schmidt von der Staatskanzlei dabei und Matthias Andersen von der Archenova. Tisch 3 ist die Rolle von NGOs mit Frau Dorothea Trappe vom Entwicklungspolitischen Netzwerk und Juliane Kopitz, Soziologin und Vorständin des Afrika e.V. Tisch 4 wissenschaftliche Perspektive, Oskar Schocki, Fachpromoter für Rohstoffpolitik und Entwicklung und Migration und Frau Professor Ulrike Feistel, Professorin für Ingenieurhydrologie an der HTW. Und Tisch 5, Politik und Wirtschaft, Professor Reinhard Mindel vom IBES AG Chemnitz, das ist eine Softwarefirma, und Andreas Lemmel, Mitglied im Bundestag, der jahrelang sich mit der Afrikapolitik im Bundestag beschäftigt hat und sie vertreten hat. Sie sind eingeladen, diese Thementische zu besuchen. Wir haben einen kleinen Imbiss vorbereitet. Sie können sich eine kleine Stärkung nehmen, etwas zu trinken nehmen, sich an den Tisch gesellen und jetzt bis um 19.40 Uhr haben Sie Zeit, an den Tischen zu diskutieren. Sagen wir 19.45 Uhr. Vielen Dank und eine gute Pause. Danke.